Austrias Next Topmodel ist zurück. Heißer denn je und härter als je zuvor. Im schönsten Kampf der Geschlechter geben die Kandidaten alles. Also ich freue mich vor allem auf die Möglichkeit, Jobs zu bekommen. Mit den Burschen steigt die Konkurrenz. Natürlich werden wir ein bisschen traurig sein, wenn wer von uns geht. Für das Kampfshooting soll Damirs Hinterteil ins beste Licht gerückt werden. Kleben den nicht an den Sack. Ah! Was ist das? Was denn? Das ist ein Schutz, dass du das nicht siehst, dass du hinten halt den Popo frei hast, sozusagen. Und dass das Spatzi halt verdeckt ist. Hoffentlich verursacht das keinen Schaden. Der Spott zumindest ist da mir bereits sicher. So wird man Model. Glaub mir, wenn man sich nichts scheißt. Super ist das. Fällt mir sehr gut. Ich bin hier nicht für Prostitution da. Also wirklich, das ist für mich zu viel. Für Shootingpartnerin Sanela auch. Was soll ich jetzt sagen? Warte mal, ich bin total. Dami ist nackt. Aber das werden wir wahrscheinlich öfter sehen. Sanela und Damir. Ja, klar. Aber bevor es im Wettstreit der Geschlechter schon in der ersten Woche zum Waffenstillstand kommt, dürfen die Mädels für den Puls 4-Trailer ihrem Kampfgeist freien Lauf lassen. Und zumindest das Ergebnis kann sich definitiv sehen lassen. Schönste Kampf der Geschlechter. Austrias Next Topmodel Boys and Girls. Ab 11. September. Puls 4. Also das Niveau war noch dazu für einen ersten Tag und nicht für den 70. extrem hoch. Ja. Also da kann man noch einiges erwarten. Das wird sich noch steigern. Wird spannend, was da noch entsteht. Doch nicht alle werden diese Reise bis zum Ende mitmachen. Für einige wird Austrias Next Topmodel Boys and Girls schon in wenigen Minuten enden. Heute ist Tag der Entscheidung. Einer oder eine muss gehen. Vorher haben alle eine letzte Chance, die Jury von sich zu überzeugen. In einem selbstgewählten Lieblingsoutfit. Lederhosen gehst dazu aus Steirer. Tracht natürlich. Hemd, Gelee. Nicht vergessen die Stutzen. Passt alles. Ja, der Kajetan ist halt so ein richtiger Steirer-Bur. Der kommt daher mit der Lederhosen, trägt die Heimat überall mit sich mit. Ist halt auch die Frage, ob er sich in unterschiedliche Rollen hineinversetzen kann. Ich habe mir überlegt, was ich in meiner Freizeit anziehe und habe mir das angezogen. Zum ersten Mal müssen sich die Top 18 der Juryentscheidung stellen. Jeder Juror wird heuer jeweils einen Wackelkandidaten nominieren, der dann bis zum Ende zittern muss. Herzlich willkommen zur ersten großen Entscheidung bei Austria's Next Topmodel Boys and Girls. Die letzten paar Tage habt ihr Papis und Michael schon kennengelernt. Und die wunderschöne Dame am Ende, das ist die Bianca Schwarzig.
Und die ist die Stimme Österreichs, unsere Online-Stimme. In diesem Jahr hat Österreich abgestimmt. Die 18 Fotos der Kandidaten wurden nach dem Shooting online gepostet und mussten sich der Kritik der Österreicher stellen. Derjenige, der die wenigsten Likes für sein Foto bekommen hat, ist heute automatisch Wackelkandidat. Das Model mit den meisten Likes dagegen darf direkt in die nächste Runde. Ja, und wir hatten eine wahnsinnig anstrengende Woche. Wir haben angefangen mit einer Runway-Show im Palais Liechtenstein. Und danach hatte die den Puls 4 Trailer-Dreh und ein Fotoshooting mit Top-Fotografen Stefan Armbruster. Jeder von euch hat Stärken, jeder von euch hat Schwächen. Das heißt, es wird wahnsinnig schwierig für uns, eine Entscheidung zu treffen. Was bei Austria's Next Topmodel natürlich immer ist, einer oder eine von euch wird uns heute verlassen müssen. Denn nur einer oder eine von euch kann Austria's Next Topmodel gewinnen. Der oder die Gewinnerin erhält einen Vertrag bei Wiener Models. Kommt exklusiv auf das Cover der österreichischen Auflage des Männerstil-Magazins GQ. Wird das Gesicht der österreichweiten Kampagne der neuen magischen Schmuckmarke Prinzenzauber. Und gewinnt den stylischen Ford Fiesta in der Top-Ausstattung Titanium. Bitte geht nun Backstage und wir rufen euch dann einzeln zu uns vor. Jetzt gleich. Ich wäre natürlich traurig, wenn ich gehen müsste. Also ich bin erst ein paar Tage da und es ist wirklich ziemlich lustig. Das muss ich schon sagen, ich habe schon Schiss, als erstes von heimgehen zu müssen. Wirklich sagen kann ich jetzt nicht, wenn ich befürchte, dass wer als erstes fliegt. Ich kann nur sagen, dass ich meinen Job gut gemacht habe. Sicher ist auf der einen Seite nicht so leicht, als erster gehen zu müssen. Auf der anderen Seite habe ich dann in dem Business nichts verloren. Wir bräuchten die Anna-Marie jetzt. Ich denke, dass ich den Runway und das Fotoshooting ziemlich gut gemeistert habe. Ich habe mir wirklich Mühe gegeben. Ich habe versucht, das Beste draus zu machen. Ich hoffe, der Jury hat es gefallen und dass ich eine Runde weiter bin, weil es ist wirklich mein Traum, das zu gewinnen. Und ich werde alles dafür geben. Ja, Anna-Maria, also beim ersten Meeting, als ich euch alle kennengelernt habe, das erste Mal, du bist mir eigentlich nicht in Erinnerung geblieben. Aber als du dann im Palais Liechtenstein auf dem Runway warst, also du und Michael wart bei Weitem wirklich das beste Paar auf dem Catwalk. Du hast eine Präsenz gehabt, du bist sehr, sehr gut gegangen. Hast du dich gut gefühlt? Ist das so dein Element so auf dem? Ja, es hat mir wirklich sehr Spaß gemacht. Ja, es gibt ja heuer auch erstmals eine Jurywertung, die Stimme Österreichs ist. Das heißt, alle Österreicher können die Fotos liken und auch kommentieren. Und die Person, die am wenigsten Likes bekommt, ist automatisch Wackelkandidat. Die Person, die die meisten Stimmen bekommt, ist auch automatisch eine Runde weiter. Ich habe da zwei Kommentare für dich. Die Margit hat zum Beispiel geschrieben aus Klagenfurt, sie hat etwas Frisches. Die Milena hat geschrieben, Anna-Maria ist für mich Austria's Next Topmodel. Das sind zwei von sehr, sehr vielen positiven Kommentaren bekommen hast. Und du bist auch diejenige, die bei diesem Voting die meisten Likes bekommen hat. Und damit bist du automatisch eine Runde weiter. Dankeschön. Danke. Tschüss. Ciao. Anna-Maria wurde als erste Kandidatin bei Austria's Next Topmodel von den Online-Votern direkt in die nächste Runde gewählt. Ich bin erleichtert, dass ich eine Runde weiter bin. Ich war voll nervös, ich habe voll gezittert vorne. Ich glaube, man hat es mir angemerkt. Aber sonst, Simon, geht es jetzt okay. Miro, folgst du mir bitte? Ich muss sagen, die Tage, die wir hier verbracht haben, waren wunderschön, so aufregend, dass ich das mir gut vorstellen könnte, das weiterhin seriös auch zu machen. Beim Runway in Berlin-Liechtenstein
Das war nicht so dein Element. Du warst sehr unlocker. Du warst sehr steif. Fotoshooting, ein völlig anderes Bild. Das hat mich sehr, sehr gefreut. Weil so wie du untergegangen bist, da ein bisschen unsicher am Laufsteg, warst du self-confident, energisch, cool. Also ich muss ganz ehrlich sagen, so stelle ich mir einen Feuerwehrmann vor. Ja? Also du bist dort in einem Element. Also ich stelle mir so vor, ich bin in einem brennenden Haus, ruf Hilfe, Hilfe. Und dann kommt der Miro rein, ja, und rettet mich. Also trägt mich denn auf Händen da durch die Flammen durch. Wird ganz heiß. Ich auch ein bisschen. Mich freut's, dass ich dir ein Foto überreichen darf. Freut mich sehr. Hast du echt verdient, ist top. Auch nächste Woche steht Miro statt auf dem Fußballplatz wieder auf dem Laufsteg. Das ist eine extreme Anspannung, vor allem wenn man dann kurz davor steht vor der Bühne und auf das Go wartet. Und wenn man dann das Foto in der Hand sieht von irgendeinem der Juroren halt, dann freut man sich dann halt natürlich umso mehr. Die Kandidaten sollen sich heute in einem Outfit präsentieren, das etwas über ihre Persönlichkeit verrät. Wo gehen Sie? Supermarket? Wo ich einkaufe? Ja, Supermarkt. Also du bist auf einer Runway. Wo ist deine Heuschuhe? Ich habe, weil mir ist gesagt... Also spinnst du, Karina? Entschuldigung. Mit dir so kann ich nicht arbeiten, ganz sicher. Ich würde auch nicht mehr reden vor euch. Tut mir leid. Ich habe bei der Runway-Show in Palais-Liechtenstein eigentlich gar nichts davon gemerkt, dass du jemals in hohen Schuhen irgendwann mal warst. Ja? Okay. Also das war so wackelig. Ich glaube, du warst doch unnervös. Also ich bin nervös geworden, weil du so nervös worden bist. Und das ist ein ganz, ganz ein schlechtes Zeichen eigentlich. Vielleicht bist du da nicht reif, weil beim Shooting war es auch so, dass da auch eine fehlende Reife war. Für mich bist du wirklich eine der Wackelkandidatinnen. Gut, Dankeschön. Tschüss dabei. Das heißt, Karina muss weiter zittern und heute noch einmal vor die Jury treten. Ja, ich bin einer der schlechtesten beim. Nein. Ja? Ich glaube, es ist überhaupt Sie sind. Nicht. Ich fange nicht schon bei was? Beim Walk, beim Fotoshooting, jetzt. Super wäre es, nicht als Erster gehen zu müssen. Das ist. Aber ich glaube, keiner möchte als Erster gehen. Aber wenn ich ehrlich bin, ich habe es unter die Top 9 der Mädchen geschafft. Und das ist schon Fleiß genug darauf. Sie will als Model mit Prinzipien durchstarten. Für Silvia steht die Karriere auf Platz 2 nach ihrer Beziehung. Ja, Silvia, dein Freund muss dich ja super verehren. Der hat dich ja zu uns in einer Limousine gebracht. Macht er das immer? Nein, das war so der spezielle Anlass. Das war der 8-Monats-Geschenk, also ein 8-Monats-Geschenk. Aha. War das dann auch der Grund, warum du dann auf dem Catwalk den Damian nicht küssen wolltest am Ende? Also ja, mein Freund war der Grund, wieso ich ihn dann nicht küssen wollte. Weil er gesagt hat, du darfst nicht oder weil du es einfach ihm zuliebe nicht machen willst? Nein, aber wir haben uns ein paar Regeln ausgemacht und an die halte ich mich. Was gibt's noch für Regeln? Keine Nacktfotoshootings. Und möchtest du berühmt sein als Model auch? Auf jeden Fall. Dann, wenn du Regel hast, dann weg würde so klein dann. Ich weiß, aber mit einem starken Charakter. Komm. Viel Glück. Das war Themenverfehlung. Du bist nicht schlecht gegangen, aber letztendlich das, was verlangt war, vorne der Kuss, diese Spannung, das war nicht da. Schauen wir uns mal das Foto an, Papis, weil da sehen wir vielleicht Besserungen. Für mich einfach wackelig. Das ist mir einfach viel zu wenig. Die Pose ist gut, aber sitzen tun sehr viele auch im Schwimmbad. Und deswegen bist du heute mein persönlicher Wackelkandidat. Na gut, also wir sehen uns dann nochmal. Ciao. Mir geht's nicht so gut, weil sie mich eben backen lassen haben. Und ich bin jetzt halt gespannt. Aber ich glaube nicht, dass ich weiter bin. Ein Outfit, um seine Persönlichkeit auszudrücken. Für Hüttenwirt Cajetan ganz klar.
Wow, Lederhose. Ich finde es cool, geil. Ich liebe die Leute, dass die in ihrer Tradition bleiben. Respekt. Und passt dir super. Er ist für mich so ein All-Austrian Boy, aber mit einem International Touch. Das finde ich ja das Gute. Ja. Tolle Körper, tolle Look, na, aber nur deine Gesicht musst du anfangen, mehr Emotionen zu zeigen. Ja. Sonst gut. Für mich könntest du wirklich weiter Modebranche gehen. Hier, danke. Für dich. Boah, voll cool. Hab ich tatsächlich nur ein Foto gesehen. Hallo. Hallo. Ja, Lydia, also Catwalk in Palais-Liechtenstein, toll. Du siehst heute auch toll aus. Ich finde dich total super und ich sage einfach, ich du bist einfach weiter. Ja, auswärmen, das ist weiter. Bei ihrem zweiten Anlauf bei Austria's Next Topmodel hat Lydia endlich überzeugt. Ja, also es ist für mich so ein, es könnte ein Filmplakat sein, wo Brad Pitt einen neuen Film macht. Also finde ich ganz, 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 ganz toll. Stimmenmäßig bist du bei den Männern auf Platz 1. Jetzt habe ich eine Bilde für dich. Auf nackter Haut rutscht Damir in die nächste Runde. Der Körpereinsatz hat sich gelohnt. Ich kann auch nur sagen, wow. Ja, es ist eine Seite von mir. Ich habe diese Kämpferseite. Und dass die halt immer so präsentiert wird, das gefällt mir schon gut. Gefällt mir sehr gut. Wir drei finden, du hast so ein großes Potenzial und aus dem Grund bist du auch eine Runde weiter. Als erster der beiden Brüder steht Manuel in der nächsten Runde. Ebenso wie Manuela aus Kärnten. Und Gewichtheber Michael. Super Leistung diese Woche und deswegen bist du auch eine Runde weiter. Schaut auch klein gut aus. Dankeschön. Dann bin ich voll erleichtert. Eben nicht gleich als erstes ausgeschieden sein, weil das war der ziemliche Schmach gewesen für mich. Auch Fitnesstrainerin Michelle konnte in dieser Woche überzeugen. Bisher hat René Hip-Hop unterrichtet. Yo. Vom Rapper zum Samurai. Ja. Ich find's gerade mega geil. Also ich bin gerade selber überwältigt und es ist mega schön. Schön, das teilst du mit uns. Ich auch. Und du bist eine von meinen Favoriten. Danke. Geht weiter so. Danke. Und auch Oliver folgt seinem Bruder in die nächste Runde. Ich habe wirklich nichts geahnt. Ich war komplett ratlos. Und ich habe gewusst, mein Walk war nicht gut. Aber nachdem das Foto gut ausgefallen ist, bin ich glücklich darüber. Für Mario gibt es ein Foto, auch wenn es ihn nicht begeistert. Ich kann nicht sagen, dass das gar nicht gut ist. Es ist schon gut. Aber ich von mir aus weiß und werde es beweisen, dass ich es besser kann. Stella, wir bräuchten dich, bitte. Stella bezeichnet sich selbst als schüchtern. Kann sie damit bei der Jury punkten? Oh Gott, Mittelfest, Stella, Mitte, nicht hier. Ja, Runway, absolute Katastrophe. Also du hast gelitten. Wir haben mit dir mitgelitten. Du hast dem Kajetan deine Hände irgendwann mal sowas von reingekrallt in seine Schulter. Du hattest einen panikartigen Gesichtsausdruck. Schauen wir uns mal das Foto an, wie es da war. Für mich, du warst das schlechteste Foto. Deswegen, ich habe die Wahl als meine Wackelkandidatin. When you need to smile, but you can't afford. Mir geht im Kopf vor, ob ich heimfahre oder nicht. Aber ja, man, ich kann die Meinung von den Juroren nicht beeinflussen. Das ist eine Meinung und die muss man einfach akzeptieren, finde ich.
Ich habe mit ihr das Fotoshooting gehabt und sie war mit Abstand die Beste von unserem Fotoshooting. Eindeutig, wirklich. Also wäre jetzt irgendwie voll überraschend, wenn sie rausfinden würde. Gleich. Für eine Kandidatin platzt heute der Topmodel-Traum. Wir glauben, dass du noch ein bisschen Zeit brauchst. Und aus dem Grund tut es uns wahnsinnig leid, dass wir dich heute nicht weiterlassen können.